In diesem Video erkunden wir ein Hotel, welches in der Kriegszeit geplündert wurde. Eine große Gastroküche, weil hier sind sicher 400 Leute drin gewesen. Die Überreste zeugen von dem einstigen Ruhm dieser kapitalen Anlage. Wir befinden uns aktuell in Kroatien vor einem riesigen, beziehungsweise in einem riesigen Hotel mittlerweile. Es werden schon einige Gäste hier drinnen Platz gehabt haben. Wir werden jetzt mal schauen, was hier noch alles übrig ist. Ist auf jeden Fall einiges schon verwüstet, aber von außen sieht es ultra krass aus. Direkt an der Küste mit einem mega See davor. Also wir sind auch nicht direkt am Meer. Mal schauen, was hier jetzt so auf uns zukommt. Sollen wir mal die Stirn auf, gell? Das neben einer alten Brücke gelegene Motel galt in der Vorkriegszeit als eines der am besten dekorierten Gebäude der Region und heute sind vor dem luxuriösen und prächtigen Gebäude nur noch die Ruinen übrig. Das war ein klassisches Zimmer. Kleines Bad, aber dafür richtig feine Aussicht. Aber es wird auch oben noch geiler werden. Der schaut's durch. Hier sind wir gerade lang gefahren und dann haben wir das durch Zufall entdeckt. Und hier sehe ich auch schon einen Pool. Können wir auch noch gleich runterschauen. Aber in der anderen Seite drüben ist ja auch noch einiges, habe ich gesehen. Schaut sich das auch hier, das Wasser. Das ist auch noch nichts mehr, das kommt eigentlich erst hier dahinter. Wollten die mal irgendwas aufmauern mit dem wieder? Ja, die sehen doch so richtig neu aus. Komisch. Wurde das vielleicht nie in Betrieb genommen? Wenn hier noch originale Steinziegel hinten sind. Vor dem Krieg beschäftigte das Motel etwa 30 Mitarbeiter aus dem Gebiet. Es verfügte über knapp 120 erstklassige Zimmer, eine mit modernsten Geräten ausgestattete Küche, einen Außenpool und einen kleinen Hubschrauberlandeplatz. Die sind ja nie verbaut gewesen. Wir sind ja noch nie verbaut gewesen. Haben wir das erste Möbel. Sparplatten. Das heißt, schaut aus wie 1980 so von der Optik her. Aber hier war ja nie ein Fußboden oder haben die einfach, das ist ja Estrich. Oder haben die einfach wieder alles rausgerissen, aber dann müsste man wenigstens irgendwelche Kleberrückstände drauf sehen. Das bleibt spannend. Da ist noch so ein Teppich drin, glaube ich. Hier noch ein bisschen Teppich, ja. Und da kann man auch erkennen, hier war wahrscheinlich das Bett drunter. Mhm. Und da, keine Ahnung, haben die mir nicht wirklich nirgends reingeschlagen. Das ist also der Ausblick natürlich von dem Hotel aus, komplett geil, komplett gigantisch. Wahrscheinlich ist oben alles gleich. Aber die Dachkonstruktion ist auch mega dünn. Also das muss auf jeden Fall schon viel weiter sein. Hier haben wir wahrscheinlich so einen Check-in mit richtig feiner Steinmauer, mit einem Mega-Kamin. Da war auch irgendeine Wand drinnen. Da oben sind so die einzelnen Zimmer, wo wir gerade waren. Und hier haben wir den Pool. Gab es vielleicht so ein Gemeinschaftsbad, bevor man vom Meer raufkommt, dass man hier noch duschen kann oder wegen einem Pool vielleicht auch? Hm? Warum wäre das alles so gefliest? Oder ist das so die Küche gewesen? So eine große Gastroküche. Weil hier sind sicher 400 Leute drin gewesen. Und hier vielleicht mit einem Essbereich. Mhm. Wir haben da so eine schöne Aussicht nach draußen. So eine Veranda. Doch nachdem es im Heimatkrieg völlig zerstört wurde, wurde das Motel während des Krieges vollständig geplündert. Vor dem Krieg standen auf dem Parkplatz 10, 15 Busse. Wir haben ein ganzes Jahr gearbeitet und alles war extrem voll und die Leute waren fasziniert, weil das Motel völlig aus dem Standard sprang, erzählte einer der 10 Köche, die damals beschäftigt waren. Das Motel wurde 1987, als die Universität in Zagreb untergebracht war und während des Kriegs von serbischen Rebellen besetzt war. Hier haben wir noch so einen mächtigen, so einen kapitalen Turm. Keine Ahnung, was der für einen Sinn hatte. War hier der offizielle Eingang von früher? Dann von Angehörigen der kroatischen Armee und schließlich von Ingenieuren, die die Fundamente der Autobahn errichteten, genutzt. Ich glaube, hier konntest du durch und einchecken. Ich glaube, das ist eine Wäscherei. Eine Wäscherei. Mhm. War das überhaupt irgendwie so ein Ofendings?
Oder wegen der Wäscherei vielleicht. Kannst du ganz nach oben. Obwohl es viele interessierte Käufer gibt, kann in das Motel nicht investiert werden, bis das Eigentum an dem Grundstück, auf dem das Motel gebaut wurde, vollständig geklärt ist. Das steht einfach auf vielen verschiedenen Grundstücken. Wenn das Motel renoviert werden würde, wäre es laut dem Bürgermeister ein Sprungbrett für den Tourismus in dieser Gemeinde. Und er setzt wirklich alles dafür. Das ist auch ein richtig schöner Park gewesen wahrscheinlich. Und hier ist so eine Art Kreisverkehr. Vielleicht konnte man hier parken. Aber das sind auch schon wieder so Ziegel. Und ich weiß nicht, ob das jemals in Betrieb genommen wurde. Jetzt sind auch wieder Baumaterialien. Weil drinnen ist ja kein Anzeichen von irgendeinem Bild, von irgendeinem Stuhl. Das ist wirklich gar nichts. Gar keine Einrichtung im Endeffekt, bis auf ein paar Kästchen. Wenn dir solche Videos gefallen, lass gerne ein Abo da, um keine neuen Videos zu verpassen. Hier kommen wöchentlich Lost Plays, Outdoor-Videos. Ein Abo ist kostenlos und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin.